Warum werden Menschen in der Kirche beweihräuchert? Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir lesen heute diese großartigen Worte Jesu. Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. In unserer Sakristei bemerkte ich, wie die kleine Ministrantin den Umgang mit dem Weihrauchfass lernte. Und sie schwenkte das Weihrauchfass in Richtung unseres Mesners. Da fragte ich sie, warum eigentlich werden in der Kirche Menschen beweihräuchert? Ist Weihrauch nicht allein für Gott bestimmt? Denken wir an die heiligen drei Könige und ihre Gaben, die sie dem Jesuskind brachten. Weihrauch brachten sie dar, um Jesus als Gott zu huldigen und Gott anzubeten. Die kleine Ministrantin kannte die Antwort noch nicht. Da erklärte ich ihr es, schau, durch die heilige Taufe wohnt Gott selbst im Innersten unserer Seele. Und um Gott anzubeten, der in uns wohnt, werden die Menschen in der Kirche beweihräuchert. Den letzten Weihrauch erhalten die Gläubigen dann bei ihrer Beerdigung. Wenn der Priester den Sarg beweihräuchert und dabei betet, dein Leib war Gottes Tempel. Der Herr schenke dir ewige Freude. Es ist ein gewaltiges Geheimnis. Durch die heilige Taufe kommt Vater selbst mit Jesus und dem Heiligen Geist und nehmen Wohnung im Innersten unserer Seele. Zu dieser Wohnung, ja, zu diesem Heiligtum in unserer Seele, hat niemand Zutritt, auch kein Engel, sondern nur Gott allein. Es ist der intimen Freundschaft unserer Seele mit Gott vorbehalten. Hier dürfen wir immer wieder unserem Gott begegnen und seinen tiefen Frieden spüren. Wie gerne sammle ich mich und mache es mir bewusst, Gott selbst wohnt jetzt in deiner Seele. Und dann bete ich ihn an. Mein Gott, ich glaube an dich. Ich bete dich an. Ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Und es ist so schön, Gott so nahe spüren zu dürfen. Und es geht noch weiter. Wenn wir immer wieder durch den Glauben und die Anbetung zu unserem Gott in das Heiligtum unserer Seele flüchten, dann bildet sich um uns ein ganz starkes Licht, das uns vor allen Gefahren schützt. Denken wir dabei an das blendend weiße Gewand des Glaubens, von dem der heilige Johannes vom Kreuz spricht und das, wie er sagt, unsichtbar macht für den Teufel. Sehr schön drückt es der Heiligenschein der Heiligen aus, der gar nichts mit einer esoterischen Aura zu tun hat. Es ist der dreifaltige Gott selbst, der in uns wohnt und mit seiner Liebe und seinem Licht durch uns in die Welt hineinstrahlt. Danke, Jesus, dass du mit dem Vater und dem Heiligen Geist in meiner Seele Wohnung nimmst. Ich glaube an dich, ich bete dich an und ich liebe dich. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der durch den Glauben in unserer Seele wohnt, mit dem Vater und dem Heiligen Geist, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, die Fürsprache der Mutter Gottes, der Gnadenmutter von Altötting, des heiligen Bruder Konrad, des heiligen Josef, des heiligen Judas Thaddäus, aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmachte ich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben und setze euch frei davon. Im Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist.
und berge euch den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens. Und so segne, heile, stärke und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und euch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag mit Jesus.